Ey, ich sitze hier im Flamingo-Kostüm und bin nicht der größte Clown in diesem Video. Nee, sprich mal nicht Tacheles, sprich mal wie ein normaler Mensch. An der Stelle zeigt er, tut er ja so, als ob er mehr weiß, als die Illuminaten jemals gesehen haben. Boah, mir ist schlecht. Kommen wir zum ersten Video jetzt. Jetzt fangen wir schon zum dritten Mal an im Halloween-Stream. Ja, ihr seht's an meiner Verkleidung. Ich bin Flamingo. Das liegt tatsächlich daran, dass ich mich verkleidet habe. Die anderen beiden auch. Das seht ihr nur nicht auf den Kameras. Die sind untenrum verkleidet. Ich wollte... Brauner Bär. Ich wollte ursprünglich als Apo Red gehen, aber ich habe ein Auto. Das wäre nicht authentisch gekommen. Auf den guten Mann reagieren wir jetzt auch. Der hat ein Video rausgehauen. Apo Red ist Millionär. Und ja, ich würde sagen, wir springen rüber zu unserem wunderschönen Halloween-React-Overlay. Wenn ihr auch mal Bock habt, bei unseren Live-Reacts dabei zu sein, dann könnt ihr in die Infobox schauen. Da ist der Link zu unserem Twitch. Dann kommt ihr einfach mal rüber. Und ich würde sagen, wir starten rein. Eins. Ja, moin Leute, Apos auf, trockener Start, mein lieben Freunde, mit einem weiteren leckeren Video. Verzeiht, dass ich so lange weg war. Bin ein bisschen krank geworden, eine harte Grippe hat mich erwischt, aber alles easy peasy. Es wird ja viel Müll über den allerersten Bericht. Aber ich sage, das kenne ich, bin ich gewohnt. Schon seit 10 Jahren, Freunde, ist halt normal. Ja, ganz kurz, was hat ihn erwischt? Eine Atemgrippe? Naja, einfach nur Krankheit hat er, glaube ich, gesagt. Aber ich glaube auch. Aber es wird so viel Scheiße über ihn schon die letzten 10 Jahre geredet. Der Bombenprank, das wird ihm nachgesagt. Und sexuelle Belästigung wird ihm nachgesagt. Und ach mein Gott, das ist ja alles. Mensch, was die Leute nicht alles reden. Glaube ich normal, wenn man einfach der Main Character ist. Aber es gibt das viele Leute, die sagen, Red, jetzt reicht's doch. Jetzt entschuldige dich doch mal dafür. Jetzt entschuldige dich auch mal dafür. Bla bla bla. Ne? Ich denke, das Hauptding ist einfach, dass Leute sagen, Red, du bist Brokey Mokey. Hat er jetzt gerade wirklich. Brokey Hat jetzt wirklich Red gesagt? So richtig. Ja, R-E-Doppel-T. So richtig. Nee. Auf rechter deutscher Bürger. Oder R-A-T. Obwohl, nee, da würde ja auch Englisch ausgesprochen. Red. Ja, Red. Aber Red passt auch. Radioactive. Aber machst du Ski? Das geht gar nicht. Entschuldige mich mal dafür. Sprich also, mal Tacheles. Mach mal den... Nee, sprich mal nicht Tacheles. Sprich mal wie ein normaler Mensch. Also, das wird mir fast schon reichen. Vielen Hasen. Mach mal den brutalen, aufrichtigen, entschuldigen, aufklärenden Hasen. Und das mache ich hier gerade. So wahr ich hier sitze, das mache ich. Das ist ja gar kein Problem. Und da sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist, Freunde. Da habe ich euch eigentlich nichts Falsches gesagt, Freunde. Der Insi-Modus, ne? Wissen wir, eine Versicherung, fünfstelliger Haar. Er ist übrigens mit dem Einkaufswagen gekommen. Der einzige Wagen, den er noch hat. Und geht frisch bekleidet nach Hause. Ja, stimmt. Erstmal Schuhe fischen. Klar, ihr wisst, es ist jetzt nicht wenig Geld, aber ein Apo-ED, erpissen, nein, Dingens. Es ist jetzt keine Geschichte, wo ich sage, jetzt bin ich voll stuck und ich bin voll am Arsch. Jetzt mal eine Ron-Referenz. Alles cool. Ne? Da haben wir schon mittlerweile herausgefunden, die Versicherung hat aufgrund ein bisschen... Ihr wisst ja, ne, ab heute ein bisschen verpeilt, hier ein bisschen Bürokratie, ein bisschen verpeilt. Bam, hat den Insi-Modus eingeleitet. Alles cool, alles Chico. Jetzt ist aber das Problem, wo sich jetzt viele denken, aber Dicker, warum bist du noch immer drin? Wenn das jetzt so easy peasy für dich ist, dann pay das doch und der Hase ist gelaufen. Da kann ich... Kurze Frage, was meint ihr, wie viel Kokain muss man intus haben, um dauerhaft so zu reden? Das möchte ich ihm jetzt nicht nachsagen, dass er irgendwie... Oh. Nee, das kann er sich halt auch nicht leisten, ist das Problem. Ja. Aber so, um diesen Effekt quasi, den er natürlich hat, nachzumachen, so. Also, ganz ehrlich, wie kann er denn... Ach so, also, meinst du das? So, wie cool er sich dabei vorkommt, so zu sprechen, obwohl es wahrscheinlich nicht einen Menschen auf diesem Planeten gibt, der denkt, boah, krass, der hat so eine coole Art, irgendwie sich auszudrücken. Wenn ich groß bin, möchte ich auch so sein wie Apo Red. Ich glaube, das Problem ist, das gibt es. Ja, 2015 hängen geblieben. Ja, doch, das passt. Das stimmt. 2015 habe ich vielleicht auch noch so ein paar Begriffe auf die allerechte, weiß ich nicht, Watur gebracht. Aber nicht so aus Überzeugung. Ganz easy sagen, Freunde.
Das liegt einfach daran, dass hier so, ja, so ein paar Verkalkulationen am Start sind. Das ist halt ganz normal, wenn man mit so mega hohen Summen hantiert. Total normal. Und mega geht jedem am so. Start ist, dann kann mal hier und da mal eine Verkalkulation kommen, die aber gerade jetzt gerade gerückt werden. Ne? Also die werden gerade gerade gerückt und dann sieht es wahrscheinlich so aus, dass der Insi-Modus deaktiviert wird und ein anderer Modus aktiviert wird. Und ich sag euch ganz ehrlich, der Knastmodus. Ne? Der Insi-Berater von mir zum Beispiel, ne? Ganz korrekter Typ, ganz lieber Typ, ne? Ja, der arbeitet pro bono. Ist das nicht sein Beamterfreund, den er irgendwie letztens irgendwie 5000 Euro leihen wollte, aber ging er nicht wegen Genshin Impact und so und böse Leute? Nee, aber ganz ehrlich, sein Insi-Mann, wer soll das denn jetzt noch sein? Der hat doch ständig seine Anwälte nicht zahlen können. Der ist doch offengelegt. Den vertritt doch niemand mehr. Solmecke? Sol? Oh Gott. Der weiß doch Bescheid, Freunde, der weiß doch Bescheid. Apo RED, Range Rover am Start, der weiß auch vom Lambo Bescheid, der weiß auch von dicken Firmenanteilen Bescheid, Millionen von Wert, also wir reden hier von nicht AOH, hier 1-2 Millionen, wir reden hier von ganz anderen Summen. Alles klar. Der weiß ganz genau Bescheid, den Red, den gehört hier ein Drittel von der Firma, hier und da ein bisschen was und da, also der weiß Bescheid. Ja, aber dann nochmal, warum macht er dann ein Video, wo er sagt, dass wir böse sind, weil er seinem besten Freund nicht 5000 Euro leihen konnte, wenn er mehrere Millionen umsetzt? Ja, weil er da was vercheckt hat. Verklausulieren also, oder verkalkulieren oder was? Ja, genau, er hat sich verkalkuliert. Ich meine, wenn man 5, 6, 7 Firmen hat, man weiß es ja nicht genau, dann kann man sich ja mal verkalkulieren. Ach so, ja, stimmt, das sind ja die Firmen, die gar nicht mehr online sind. Doof. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Du sagst, Digga, der weiß, ich bin Millionär. Ich weiß, ich bin Millionär. Das ist einfach Fakt. Das ist einfach ein Fakt da. Das ist de facto. Und de facto hart. Das ist großartig zu sagen. Deswegen gibt es auch nichts zu entschuldigen nach dem Motto, tut mir leid, Freunde, ich habe ja die ganze Zeit den Richie gespielt, aber ich war es gar nicht. Das ist gar nicht der Fall gewesen, Freunde. Apo RED. Digga, was heißt denn für euch Rich? Ich laufe hier fresh gestylt herum die ganze Zeit, esse hier den feinsten Hasen. Ist ja alles nicht schlimm, ist ja alles cool. Ob der eine Thunfisch aus der Dose ist, mache ich ja auch manchmal, ist ja alles cool. Aber Fakt ist, ich habe nie was gespielt. Oh, das ist ja das erste Mal, dass er wirklich sagt, dass andere, die nicht fein essen, sondern auch mal einen Thunfisch aus der Dose, dass das ja gar nicht schlimm ist. Sonst hat er sich ja immer über die Menschen gestellt und Flamingos. Ja. Ich weiß halt auch nicht, was bei ihm. Also, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Also, ich verstehe nicht, wie er sich da wieder hinstellen kann. Und glaubt am Ende, das hochzuladen und irgendwas ist damit besser als vorher. Ja. Vor allem ist. Es gibt halt jetzt so viele Videos von Mimi, in denen Mimi ganz klipp und klar zeigt, so und so und so ist es. Jeder von den Großen sagt, jeder von den Kleinen sagt, Leute, wenn Apo jetzt einfach sagen würde, ey, ja, ich habe Scheiße gelabert, mir geht's echt scheiße, ich kann eure Hilfe gebrauchen. Dann wäre tatsächlich, nicht unbedingt tatsächlich, aber dann wäre vielleicht alles gut. Aber der verscherzt sich ja immer und immer weiter. Der ist jetzt im achten Video, wo er wieder von irgendwelchen Millionen spricht, die offensichtlich nicht existieren. Ja, also weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch ein ganz, ganz lauter Schrei nach Hilfe. Also, falls sie jemals existiert haben, nach dem letzten Video, das wir zusammen geguckt haben, bestimmt nicht. Ja. Also ich habe den Glauben an die Menschheit verloren, wenn dadurch auch nur irgendwie die Leute anfangen zu glauben, oh, guck mal, der hat gesagt, jetzt zum fünften Mal, der ist Millionär, jetzt glaube ich dem das. Ja, Keksi schreibt da gerade, wir wollen festhalten, das ist derselbe Red, der vor kurzem über Leute gelacht hat, die sich keine krasse Hütte in Hamburg leisten können. Ja. Wie viel hatte der davon? Wenn du das gespielt, Bruder, Rich heißt, also für mich sowieso, jeder in Deutschland ist Rich, Digga, wenn du, keine Ahnung, aus. Das ist die nächste Lüge, die du erzählst, lieber ApoRed. Kommt drauf an, wie er es definiert. Vielleicht sagt auch jeder ist Rich, der irgendwie ein großes Herz hat oder so. Und das,
Man weiß noch nicht, was er sagen Das kann natürlich sein, aber auch dann ist es gelogen, weil nicht jeder in Deutschland hat ein großes Herz. Ich finde zum Beispiel, Leute, die mit ihren Millionen prahlen, während andere auf der Straße sitzen, haben kein großes Herz. Na, lieber Apo, denk mal drüber nach. Stimmt. Bangladesch oder sonst wo kommst, wo Digga, Armut hart ist, das ist natürlich ein anderes Level. Das ist wirklich. Auch in Deutschland ist Armut hart. Für mich sowieso. Rich ist jeder in Deutschland, aber wir wissen, der Apo AD super rich. Nein, er hat Armut ist hart für mich sowieso. Nein, aber um es nochmal klarzustellen, er hat tatsächlich über das Finanzielle geredet. Ne? Nichts mit großes Herz oder so. Natürlich hat er vom Finanziellen geredet. Also gäbe es eine Sekunde den Zweifel, dass er von was anderem als Finanziellem redet. Mhm. Also, immerhin heißt er ApoRed. Und das ist quasi die Definition von Schwachsinn. Mhm. Oh. Ne? Und das ist ja auch der Fall. Das ist ja auch alles cool. Da habe ich nie was gespielt. Ne? Und deswegen finde ich das so ein bisschen dumm. Wenn da irgendwelche Leute kommen und sagen, ja, Red so und hier und da und Auto hier. Bruder, ihr kennt mich doch gar nicht. Was ihr alles gesehen habt, war übelste Fassade. Ihr seht hier ein Auto S-Klasse hier, Lambo da, Range Rover hier. Absolute Fassade. Sneaker im Wert von 100 Mille, Klamotten im Wert von 100 Mille. Absolute Fassade. Das, was ich wirklich, also die, ich sag mal, das Brutalste vom Brutalsten, das Wertvollste vom Wertvollsten, das habe ich nie gezeigt. Digga, ich weiß, ich habe viele Hater, ich weiß, viele machen Auge und so. Digga, ihr wisst gar nicht. Also, ihr wisst es einfach nicht. Aber warum erzählst du denn jetzt davon, wenn du es nie gezeigt hast? Warum erzählst du denn jetzt, dass das nur Fassade war und dass du noch viel, viel reicher bist als das, was wir gesehen haben? Vor allem, lebt er heimlich im Bernsteinzimmer oder was? Wahrscheinlich. Was ist denn da Krasseste? Also wahrscheinlich. Ist er heimlich der Geschäftsführer der Deutschen Bank? Und muss er ja, wenn er irgendwie schon Millionen Immobilien da gezeigt hat. Also wenn das halt nur Fassade war, dann musste er ja quasi im Buckingham Palace wohnen, in Wirklichkeit. Vor allem an der Stelle zeigt er, tut er ja so, als ob er mehr weiß, als die Illuminaten jemals gesehen haben. So. Ja, weil so wie Mimi den durchsichtig gemacht hat und wir trotzdem nur die Fassade gesehen haben. Also Was man in ApoReds Sozialwohnung nicht gesehen hat, war das Nazi-Gold. der Geheimbunker. Da hat er dran vorbeigefilmt. Ey, ich habe keine Ahnung. Also, für wen ist das? Also, was ist die Zielgruppe? Embryos oder was? Also, wer soll das glauben? Wirklich jetzt? Also, ich bin fasziniert und schockiert und auch ein bisschen erschüttert. Ganz ehrlich. Ja? Alleine nur 30% von einer Firma, an der ich beteiligt bin, ist mehr wert als alles, was du wahrscheinlich gesehen hast, gefühlt. Aber wie gesagt, ich habe schon eine Menge gesehen. Eine Firma ist mehr wert, okay? Also eine Firma davon 30% ist mehr wert als alles was wir gesehen haben. Das hin mit Buckingham Palace und Bernsteinzimmer. Da ist halt die Frage, wie ist er daran beteiligt? Also bei Edeka die Regale auffüllen. Das vielleicht heißt Apo auch mit Nachnamen Edeka und Rewe und Aldi und oder hat sich eingeheiratet, man weiß es nicht. So als Sugar Daddy Boy. So. Bei den als Boy Toll. Oh Gott, halt ich verstehe es nicht. Die Medis habe, ne, immer so ein bisschen auf den sicheren Hasen gemacht, ne, immer so ein bisschen versteckt, immer ein bisschen geheim gehalten. Deswegen Insi-Modus, weil du der absolute Multimillionär bist. Nächster Punkt, den ich natürlich auch ansprechen wollte. Es gibt halt erstmal nichts zu entschuldigen, weil einfach so diese Hauptkernursache, diese ganzen Theorien, die stimmen halt einfach gar nicht. Ne? Okay. Diese Insi-Minsi-Geschichten, das klärt sich alles cool, alles entspannt. Wie gesagt, Insi-Berater weiß Bescheid, dem Hasen, dem geht's prächtig, dem geht's mächtig und der klärt auch alles ganz entspannt. Ich möchte nur kurz anmerken, seine Frisur sagt was anderes. Ein bisschen AP-Rapy. Gerade aufgestanden Look. Aber ja, schon so ein bisschen. Aber gut. Weiß vielleicht jemand aus Hamburg, gute Frage, weiß jemand, wo er da genau steht oder so? Ist das nämlich vielleicht irgendwie bei der AGE oder schon irgendwie bei JVA irgendwas oder so? Also vielleicht ist das auch das letzte Video, bevor der jetzt einfach einfährt und so? Ja, mit den Schränkchen. Ja, ich wollte gerade sagen, die Altkleider, die gehen direkt rüber in die JVA. Ja, wer weiß, ey. Also
es auch natürlich dementsprechend, es gibt halt viele Goofies, die erzählen so viel Müll in den Videos. Ich selber, ich schaue die Videos ja gar nicht. Also denkt nicht, ich bin da so, ich schaue mir jetzt irgendwelche Reaktionen oder irgendwie Videos rein und so. Mache ich gar nicht. Da habe ich auch gar keinen Bock. Ich kriege immer irgendwie. Ah gut, okay, jetzt wollte er gerade sagen, dass er die Infos bekommt, aber weil er hat doch schon Videos gemacht, wo er quasi ja Mimis Argumentation zerlegt. Mhm. Anhand von richtig krassen Beweisen aus dem Video von Mimi. Ja. Also, Mein Cutter hier von meinem Kollegen da, der sagt immer, Red über dich, da lache ich oft darüber, hier und da. Da ist auch meistens nichts Relevantes dabei, aber da wird auch teilweise so viel Quatsch erzählt, wo ich echt auch sagen muss, Digga, Leute, das ist das langsam geht in eine übertriebene Richtung. Kann ich auch sagen, am besten. Da ist der Malzwein. Gleich zeigt er noch von einer anderen Perspektive. Und das ist gerade mein neuer Wagen, den ich mir jetzt irgendwie mal eben gekauft habe, nur für dieses Video und so, um mir kurz zu dieser Location zu fahren. Und gleich verkaufe ich den wieder oder ich verschenke den an meine Fans. Kurze These. Der Mann, der die Kamera gerade hält oder das Handy, ich weiß nicht, weil das auf. Naja. Ist auch egal. Ich befürchte, das ist auch der Cutter. Wie auffällig der jetzt zum Miles-Logo rüber gefilmt hat, das ist doch 100 safe derjenige, der auch die Sachen an Mimi liegt. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, ich habe halt immer noch den Verdacht, dass es halt generell alles ein Versuch ist, uns zu trollen. So, weil er hat ja auch die Location vor diesen Altkleidercontainer ja nicht irgendwie aus Zufall gewählt, so. Also, keine Ahnung. Also, ich glaube zwar nicht, dass der intelligent genug ist, um sich das was selber einfallen zu lassen, aber ich glaube schon, dass er da versucht, uns zu verarschen. So. Und dann glaube ich auch, dass dieser Schwenker zu dem Video, weil bevor es hochgeladen wird, wird er das doch mit Sicherheit selber nochmal gecheckt haben. Nein, glaube ich nicht. Meinst du wirklich? Glaube ich nicht. Ich glaube, ich kann da nicht mehr dran glauben, dass er es irgendwie gecheckt hat. Ich weiß es nicht. Also, wenn es so wäre, wäre es natürlich ziemlich krass. Also, wenn am Ende von Mimi rauskommt, so, yo, und der das Video gemacht hat, ist übrigens hier, sitzt bei mir auf der Couch. So, wäre das schon feierlich. Aber ich glaube so ein bisschen trotzdem noch, dass das von ihm aus so ein Versuch ist, uns zu trollen. Der natürlich trotzdem absolut Fremdscham ist, aber ja. So viel glaube ich schon doch noch. Ich weiß es nicht. Nett. Ganz nett drum bitten. Nimm doch immer einfach am besten alles offline, jetzt bezüglich dieser Themen, ne, die jetzt so angesprochen werden, und ignoriert das Ganze auch einfach, ne, also auch an alle Zuschauer da. Nein. An alle Reaktionäre und was auch immer. Lass das einfach, das ist auch wirklich Kindergarten. Ich habe auch gar keinen Bock jetzt irgendwie. Nein. 5 Anwälte einzuschalten, die da 20 Briefe rausschicken oder 100 Briefe. Das ist dir doch gar nicht leicht. Ne? Deswegen kann ich 20. Lass das einfach, weil ganz ehrlich, ich habe da auch keinen Bock immer zu hören, Red, du hast das gemacht, Red, du hast hier gemacht und mit irgendwelchen Pseudobeweisen. Das reicht jetzt auch wirklich. Was denn für Pseudobeweise? Nächster Punkt, den ich ansprechen wollte, ist, danke nochmal an alle meine Fans, danke an all meine Zuschauer, die immer hinter mir stehen. Wir sind Löwen, ihr seid Löwen, Dankeschön. Ich krieg die ganzen Nachrichten natürlich, wo gesagt wird, Red, wir stehen hinter dir. Uns ist scheißegal, was über dich erzählt wird. Wir wissen, du bist ein ehrlicher, süßer Hase. Und du lässt dich doch davon nicht unterkriegen, natürlich. Genau das schreiben die. Ich mich davon unterkriegen lassen. Genau das schreiben die. Ich habe sogar auf ganz entspanntes, ganz lecky schmecky 15 Videos produziert jetzt in der Zwischenzeit. Ich war 3 Wochen krank, aber ich habe trotzdem jetzt davor und danach, jetzt auch in den letzten Tagen, ganz viele Videos für euch produziert. Da kommt richtig knackiger Stuff ab dem 1. November zum Beispiel. Da könnt ihr euch mal gut freuen. Da gibt es auch ein paar Special Guests. Da kommt richtig feinster Crème de la Crème-Hase. Da macht euch mal gar keine Sorgen. Ne? Da kommt ein richtig knackiges Häschen. Doch, ich mache mir deswegen Sorgen. Schaltet da gerne ein. Und ich habe ja schon anfangs, ich habe eine Sache, wo ich mich aber wirklich entschuldigen muss. Da muss ich auch ganz real sein. Da muss ich auch wirklich bei meinen Zuschauern, bei meinen Fans auch komplett real sein. Mhm. Es gibt halt eine Sache, wofür ich mich entschuldigen muss. Und ganz aufrichtig. Ich entschuldige mich jetzt hier an alle meine Zuschauer und treuen Hasen, dass ich überhaupt diesen Goofies überhaupt irgendeine Aufmerksamkeit geschenkt habe. Sei es im Sinne von, dass ich die Leute. Gut, wenn er uns keine Aufmerksamkeit mehr schenkt, dann müssen wir keine Briefe mehr erwarten. Okay, danke. Ich getrollt habe, sei es darauf, dass ich irgendwie ernst auf die. Ja, sind ja eh nur 20 Briefe, aber. Davon ab sagt er auch gerade so, dass er auch mal ausnahmsweise real sein muss, seinen Fans gegenüber. Also, ne? Stimmt, das hat er ja auch noch gesagt. Ja, ja. Yo, da habe ich gar nicht mehr. Ja, das habe ich komplett ausgeblendet. So, weiter überhöre ich mittlerweile. Das war von Anfang an, bin ich ehrlich, ein Fehler. Ja. Dass ich mich auch teilweise irgendwie auf deren Schiene begeben habe, dass ich dann auch irgendwelche Sachen über die herausfinden wollte und was auch immer.
mich jucken eigentlich diese Leute gar nicht. So, wisst ihr, und euch sollten diese Leute auch nicht jucken, euch sollte auch nicht jucken, ob irgendwie Person X, ob er bekannt ist oder nicht, den anderen angeblich mal geschubst hat und das ist noch nicht richtig bewiesen. Das sollte euch eigentlich alles gar nicht jucken. Und ich habe mich ein bisschen davon beeinflussen lassen und deswegen wollte ich sagen, sorry. Ne? Von mir gibt es auch gar kein, auch gar keine Form von Reaktion mehr. Ich weiß, ich habe sowieso nicht jetzt richtig auf die reagiert. Ich habe mal hier und da ein bisschen auf HOHI, mal ein bisschen mal so ein paar Retox gemacht, aber nicht mal das wird es mir geben. Also gar nichts mehr. Ne? Also deswegen sage ich auch, bitte bewertet auch dann auch nicht mein Schweigen in Zukunft, weil es wird so oder so, in den nächsten 10 Jahren werden die Leute auch Scheiße über Red erzählen. Bewertet dann bitte nicht mein Schweigen als eine Art von Bestätigung, sondern seht es als... Sondern als Verschluss in der JVA. Ich wollte gerade sagen, als ich kann mir mein Internet nicht mehr leisten. Ne? Einfach als Digga, Red ist einfach ein geiler, echter Hase. Er ist einfach Main Character und Macher. Er hat gar keinen Bock auf diese Goofies und Esel da irgendwie einzugehen, weil er ist Löwe. So, wisst ihr, was ich meine? So ist halt einfach so. Aber was machst du denn jetzt gerade hier mit diesem Video? Was alles kommt, ist wahrscheinlich mal eine Abmahnung vom Anwalt oder mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Da lasse ich mal die Anwälte sprechen lassen. Aber ich selber, Digga, ich bin ehrlich, ich habe gar keinen Bock drauf. Ich habe geile Videos produziert, ich habe richtig den Geschmack wieder gefunden. Und deswegen ab dem ersten Mal werde ich euch richtig Creme de la Creme Content erwarten, da mache ich mal gar keine Sorgen. Ich überlege, ob ich noch irgendeinen Punkt hier vergessen habe, den ich noch erwähnen wollte. Ihr wisst, die meisten Videos mache ich voll Freestyle und so, gar kein Skript und so. Aber ich denke, das soll es so gewesen sein. Also Fazit des Videos, ich bin Millionär. Ich bin Millionär, Digga. Brokey, Mokey, hau, hi, haha, alles dumme Gerüchte, braucht man gar nicht erzählen. Diese ganzen YouTuber-Goofies, die sowas sagen, ganz ehrlich, absolute Voll-Goofies, werden niemals auf mein Level kommen, ist halt einfach Fact, Digga. Werden auch niemals Main-Character sein, weil ihr habt euch selber klein gemacht. Freunde, haut rein, bis zum nächsten Mal und ja, tschüssi, Lizzy. Oh Gott. Ey, ich sitze hier im Flamingo-Kostüm und bin nicht der größte Clown in diesem Video. Das stimmt. Ohne Witz. Und er ist Millionär. Und wieder nicht ein einziger Beweis. Und wie gesagt, er ist doch in der goldenen Position, einfach nur zu zeigen, wie viel Kohle er hat. Warum macht er das dann nicht? Ja. Warum zeigt er nicht sein verstecktes geheimes Superkonto mit? Ey, Kontoauszug schwärzen, obwohl dann glaubt man ihm ja auch nicht. Deswegen, also, warum geht er nicht einfach in den Laden und kauft sich 5 Rolex auf einmal? Das ist ein umgebauter Lambo mit Honda-Heck. Ja, dann seine Lambos waren ja auch nur Fassade. In Wahrheit hat er noch viel teurere Autos. In 10 Jahren wird man wahrscheinlich nicht mal mehr über die Gags von heute lachen können, weil man nicht mehr weiß, wer er ist. Ja, ja, also, wird es sein. Das wird es sein. Also. Also irgendwann ist er halt auch nicht mehr irgendwie schnittig, ne? Dann ist er halt auch einfach nur noch alt, so, und auch verbraucht und, oh Gott, ich feiere das jetzt schon, allerletzte Video von ApoRed, da freue ich mich drauf. Doch, als Meme, schreibt der Broly, ja. Ja gut, okay, das kann sein. Das kann sein, ja. Aber ich bin gespannt, 1. November, ich bin gespannt, was alles kommt von ihm. Wenn irgendwelche Menschen aus der Mittelklasse sagen, ich bin reich, und dazu das Gesicht von Apo, ist ein gutes Meme. Ja, ja, ey. Ich abgelöst. Ich weiß nicht, also ich befürchte jetzt tatsächlich nicht irgendwelche Briefe von einem Anwalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da auch nicht die größte Angst vor, muss ich sagen. Weil den Anwalt, den er da einschaltet, der wird sowieso nicht so viel kosten. Ja, voll die Lachnummer. Steckt ihr mit seinem Insi zusammen. voll die Lachnummer, das Video, muss ich sagen. Ja, aber unfreiwillig. Also nicht von ihm gewollt. Ja, unfreiwillig. Ihr könnt gerne mal in den Kommentar schreiben, was ihr dazu sagt. Vielleicht kommen ja auch mal ein paar ApoRed-Fans rüber. Dann könnt ihr uns gerne ein bisschen hart wegbeleidigen. Fände ich mal echt witzig. So. Das wäre erfrischend zwischendurch, muss ich sagen. Wäre mal was anderes. Das macht uns auch reich an Erfahrung. Ja. Aber wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Wir lachen jetzt noch ein bisschen mit unserem Chat. Denkt dran, wir sind auf Twitch live. Deswegen sehe ich auch so aus, wie ich aussehe. Link ist in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch unseren Discord, wo ihr uns Reaktionsvorschläge hinschicken könnt. Und jetzt sage ich euch einen schönen guten Tag, schönen guten Abend oder schönen guten Nacht. Wir sind raus, haut rein. Ciao. Ciao. Hi.